und im Südwesten. Das Quiz mit Frank Elstner. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich auf Sie, meine Damen und Herren. Und wenn meine Kandidaten von heute das genauso spannend machen wie in der letzten Sendung, dann können wir uns richtig auf das Finale freuen. Ich stelle Ihnen jetzt die Kandidaten und die Bundesländer vor. Rheinland-Pfalz wird vertreten durch Marita Binz. Die Postbeamtin singt im Kirchenchor, liebt Eifel, Mosel und Rhein und würde gerne mal beim SWR in die Kulturredaktion reinschnuppern. Okay. Wolfgang Dette spielt für Baden-Württemberg. Der Computerspezialist zog von Lüneburg nach Nufringen und genießt das warme Klima Süddeutschlands, die guten Weinchen, Bücher und die Stuttgarter Oper. Und Wolfgang Kranz spielt für das Saarland. Er steht auf Nicole, den saarländischen Dialekt, und findet Saarbrücken klasse, weil hier jeder jeden kennt. Jetzt gucke ich meinen Kandidaten noch mal ins Auge. Ich stelle fest, die sind heute überhaupt gar nicht nervös, obwohl sie das jetzt zum ersten Mal bei mir machen. Wollen wir anfangen? Die erste Runde, die erste Frage, es geht um einen Punkt. Meine Dame, meine Herren, Mannheim bezeichnet man auch als die Stadt der A. Pyramiden, B. Quadrate, C. Potenzen, D. toten Winkeln. Geben Sie mir Ihre Antwort. Und alle machen das natürlich so richtig. Alle waren höchstwahrscheinlich in Mathe fantastisch und in Geometrie. Die Stadt der Quadrate, das gibt die Punkte. 144 Quadrate, Kurfürst Friedrich IV. Hat das Ganze eingeführt. Wir kommen zu Frage Nummer 2. Hildegard von Bingen wurde berühmt als A. kindliche Mutter, B. blutjunge Karrierefrau, C. mittelalterliche Mystikerin oder D. alttestamentarische Plage. Hildegard von Bingen. Und alle entscheiden sich für C, für die mittelalterliche Mystikerin. Und das stimmt. Geboren wurde sie 1098 in Alzey, gestorben ist sie 1179 in Bingen. Und jetzt ist das, was viele nicht wissen, deswegen freue ich mich, dass ich diese Informationen von meinen Redakteuren bekommen habe. Sie wird ja von vielen als Heilige verehrt, ist aber nie heilig gesprochen worden. Aber muss eine große Frau gewesen sein, die ihre Spuren hinterlassen hat. Frage 3. Welchen Spitznamen trug der Fußballnationalspieler Hans-Peter Briegel? A. die Walze aus der Pfalz. B. der Badenbomber. C. die Schwabenschwalbe oder D. der Barbar von der Saar. 72 Länderspiele hatte der gute Mann und der hat so gut gespielt, dass alle sofort wussten, das ist die Walz aus der Pfalz. Glückwunsch! So, Frau Benz, wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Sie arbeiten in einem wunderschönen Büro. Das heißt, das Haus finde ich so toll. Ob die Büros so gut sind, das kann ich nicht sagen. Nämlich bei der Post. Erzählen Sie was von diesem gigantischen Bau, in dem Sie täglich sind. Ja, ich arbeite in der Zentrale der Deutschen Post AG in Bonn. Und das Gebäude ist noch relativ neu, erst dreieinhalb Jahre oder vier Jahre. Und ja, es ist schon toll. Es ist alles aus Glas einfach. Und es ist auch das höchste Gebäude in Nordrhein-Westfalen, ist schon was Besonderes. Was machen Sie dort? Keine Briefmarken? Nein, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe vor Jahren auch schon mal am Schalter gearbeitet. Ich arbeite dort in einem Forum, das nennt sich Europäisches Betriebsratsforum, und mache dort die Geschäftsstelle dieses. Ja, und da sind Sie verantwortlich für wie viele europäische Länder? Diesem Forum gehören 52 Mitglieder an aus 28 Ländern. Und ja, es werden 21 Sprachen gesprochen. Und ja, diese Koordination des Gremiums,
das übernehme ich eben. Also ich kann jedem nur empfehlen, wer mal die Post sehen möchte und in Bonn ist, fragen Sie, ob der Portier Sie wenigstens mal reingucken lässt. Im ersten oder zweiten Stock ist eine riesengroße Ausstellung von Briefkästen aus der ganzen Welt. Es macht richtig Spaß, da durchzugehen. Ja. Okay, ich drücke Ihnen die Daumen. Wir kommen zur nächsten Frage. Danke. Jetzt steigen wir wieder hoch ins Weltall, um uns den Südwesten mal von oben anzusehen. Aus der Erdumlaufbahn stürzen wir auf den blauen Planeten und landen mitten im Grünen. Auch wenn man zunächst glauben könnte, man sei in Andalusien. Denn die Anlage aus dem 19. Jahrhundert wurde im maurischen Stil errichtet. Eigentlich wollte der fürstliche Bauherr nach dem Fund von Mineralquellen hier ein Badehaus errichten. Daraus wurde aber nichts. Heute planschen in dieser einzigartigen Anlage nicht nur hohe Tiere. Wo sind wir? Für jede richtige Antwort gibt es jetzt 4 Punkte. Sind wir A. im Kurpark Baden-Baden, B. in der Wilhelma Stuttgart, C. im Schlossgarten Ludwigsburg oder D. im Höhenpark Killesberg? Schauen Sie genau hin. Und entscheiden Sie sich. Marita Benz, auf Ihre Entscheidung warte ich noch. C. Schlossgarten Ludwigsburg. Frau Benz, ich muss Sie leider enttäuschen, der ist es nicht. Es ist die Wilhelma in Stuttgart. Meine beiden Herren haben recht. Hier sehen wir noch ein Bild von der Wilhelma. Und ich schließe gleich eine Frage an, die auch nicht so weit weg ist. Achtung! Was sorgte 2005 für einen Besucherrekord in der Wilhelma und für eine weltweite Berichterstattung? A. Der 100. Geburtstag von Löwe Leo. B. Eine mäusefressende Pflanze. C. Die Geburt von Nashornzwillingen. Oder D. Eine riesige Blüte der Titanwurz. Was ging um die Welt? Was hat jede Zeitung fotografiert? Was haben Sie uns dort gesagt? Die Geburt von Nashornzwillingen, Frau Benz. Das ist so nett, dass Sie sich wirklich bemüht haben, hier ein nettes Tier mit in die Sendung zu bringen. Denn die Zuschauer sehen so gerne hübsche Tiere. Es ist leider falsch. Es ist tatsächlich die Titanwurz, eine riesige Blüte. Wolfgang, die beiden Wolfgangs haben recht. Wir sehen das in einem Bild. Weltweit die größte Blume. Und jetzt wollen wir Wolfgang Dette ein bisschen näher kennenlernen. Ich weiß, Sie sind so ein kleines Mathe-Genie. Sagen Sie uns, dass Sie vielleicht sogar ein großes sind? Nein, ich bin sicherlich ein kleines, wenn überhaupt. Also ich würde mit dem Begriff Genie ein bisschen vorsichtiger umgehen. Aber ich beschäftige mich gern mit Mathe, habe das während meiner Schulzeit schon gern getan, habe dann im Studium lernen müssen, dass es mit Verlaub gesagt sauschwer ist und habe dann zwar mein Examen geschafft, aber habe gesehen, ich gehöre nicht zu den ganz Großen. Und dann sind Sie Computerfachmann geworden und jetzt haben Sie viel Zeit. Sie haben viel Zeit und können sich sozusagen einen Ruhestand erlesen. Ja, was haben Sie sich denn ausgesucht als Lektüre? Also ich habe mich ein bisschen darauf spezialisiert, in die Werke der Klassik ein bisschen näher reinzuschauen, wo man als junger Mensch doch ein bisschen mehr Abstand zu hat und sagt, das muss ich nicht unbedingt lesen. Aber mit zunehmendem Alter stellt man fest, das würde ich doch mal ganz gerne im Original lesen. Und was lesen. Liegt bei Ihnen jetzt im Original auf dem Nachttisch? Im Augenblick liegt bei mir im Original auf dem Nachttisch die Metamorphosen von Ovid. Und dann kommt noch Homer dazu und Herodot und wie sie alle heißen. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Lektüre und viel Spaß auch weiterhin hier bei uns beim Raten. Wir kommen zur nächsten Aufgabe. Es ist die Frage Nummer 6. Welches Lied stammt aus der Feder des Saarländers Frank Farian? A. Papa, don't preach. B. Father and Son. C. Daddy Cool oder D. Papa was a Rolling Stone. Und alle wie aus der Pistole geschossen tippen auf C. Daddy Cool war ja ein so riesengroßer Hit, ein Millionenhit 1976 von Frank Farian. Glückwunsch! Frage 7. Was ist das Wahrzeichen der rheinland-pfälzischen Stadt Idar-Oberstein?
A, das Wasserschloss, B, die Felsenkirche, C, die Marmorbrücke oder D, das gläserne Rathaus? B und C und B ist geantwortet worden. Glücklicherweise ist das Richtige dabei. Herr Dette, das mit der Marmorbrücke hat diesmal nicht funktioniert. Die richtige Lösung, die Felsenkirche. Und diese Felsenkirche ist übrigens nur durch einen Tunnel zu erreichen. Herr Kranz, jetzt wollen wir Sie ein bisschen kennenlernen. Ein echter Saarländer. Ja, geboren und lebe auch schon seit geraumer Zeit im Saarland. Und was sagen Sie Zugereisten, wie man die Saarländer am besten kennenlernt? Ach, die sind eigentlich sehr umgänglich und eigentlich an 99 von 100 Tagen sehr, sehr nett und froh Gemut. Nur wenn sie ein bisschen kränkeln, also wenn sie die Freck haben, sollte man ein bisschen Abstand von ihnen halten. Oder wenn sie mal gerade nicht so gut drauf sind, dann haben sie die Flemm. Also Richtschnur für die Saarländer ist einfach Flemm oder Freck. Nix wie weg. Also das kenne ich ein bisschen bei uns in Luxemburg, wo ich früher lebte, da hieß es schon Flemm. Dann war man ganz schlecht drauf. Und was sagt der Saarländer, wenn er gut drauf ist? Halt geht's mal saugut. Und das muss das ganze Saarland geschrien haben, als Nicole damals den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson gewonnen hat. Ja, das war 1982, zum ersten Mal für Deutschland ein Sieg beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie das heute damals hieß. Und das war noch ein größerer Bohai bei uns im Saarland als letztes Jahr, als die Fußballmeisterschaft in Deutschland war. Also da war richtig was los, die Leute haben gefeiert. Und es ist statistisch nachgewiesen, dass das Postamt von Nicoles Heimatgemeinde Neunkirchen an der Nahe nie wieder so viel zu tun hatte als damals nach dem Sieg. Und Sie wissen das alles nicht, weil Sie der Fanclubleiter von Nicole sind, sondern weil Sie einem Eurovisions-Fanclub angehören? Ja, davon gibt es mehrere und ich gehöre der Organisation des Amants de l'Eurovision, abgekürzt OGAE, an. Und da sind wir so übers Internet vernetzt und tauschen uns immer ein bisschen aus im Vorfeld der Veranstaltung oder wenn der Grand Prix rum ist, wird dann auch philosophiert und gefachsimpelt, was denn hätte anders laufen können und wer wohl das nächste Jahr gewinnen möge. Also das ist ein sehr lustiges Hobby und macht sehr viel Spaß. Also ich merke schon, Sie sind ein wandelndes Eurovisionslexikon. Wenn wir mal Fragen haben, rufen wir bei Ihnen an. Jetzt das haben Sie jetzt gesagt. Frage Nummer 8. Auf die Badener Ludwig Eichrodt und Adolf Kussmaul geht die Bezeichnung welcher Kunstepoche zurück? A. Kubismus, B. Rokoko, C. Sturm und Drang oder D. Biedermeier? Auf die Badener Ludwig Eichrodt und Adolf Kussmaul geht die Bezeichnung welcher Kunstepoche zurück? Das ist gar nicht so leicht. Aber es wäre auch schon Frage 8. Und immerhin gibt es 8 Punkte. Das Saarland und Rheinland-Pfalz müssen sich noch entscheiden. Bitte tun Sie es jetzt. Und Wolfgang drückt C, Sturm und Drang. War eine Verlegenheitsantwort. Ja, Sturm und Drang passt ja eigentlich immer. Ja. Aber in diesem Fall leider nicht in der richtigen Reihenfolge hier. Es ist D. Biedermeier. Damals die Parodie der Spießbürger, heute eine Epochebezeichnung. Und ich gratuliere den beiden, die es gewusst haben. Donnerwetter. Und jetzt bekommen wir Besuch. Herzlich willkommen. Mehmet Kosar. Ist was? Das ist nämlich jetzt die Frage. Mehmet, sagen Sie jetzt nichts mehr. Und meine Kandidaten schauen Sie jetzt besonders aufmerksam an. Mehmet Kosar kommt aus Burbach bei Saarbrücken und hat den Dreh raus. A. Spielte er als Mitglied der deutschen Tischfußballnationalmannschaft im WM-Finale 2006 in Hamburg und gilt als einer der brandgefährlichsten Tischfußballer überhaupt? Oder B, wurde er für seine köstlichen Döner- und Kebab-Gerichte bekannt und ist mittlerweile offizieller türkischer Regierungskoch? Oder ist der einzige Drehorgelspieler Deutschlands, der türkische Musik im Repertoire hat,
Die PVC-Rollen für sein Instrument hat er alle selbst gelocht. Oder D, ist er ein erfolgreicher Fernsehautor, der das Drehbuch zur ARD-Telenovela Sophie Braut wider Willen mit Yvonne Katterfeld schrieb. Wer ist dieser Mehmet? Jetzt haben Sie das Problem und wir gucken lachend zu. So, die Denkzeit ist jetzt vorbei. Bitte tippen Sie, Marita. Alle drei haben sich doch tatsächlich durchgerungen, auf den Drehorgelspieler zu tippen. Das ist falsch. Mehmet, sagen Sie ganz laut, was sind Sie? Ich bin Tischfußball-Nationalspieler. A wäre also richtig gewesen. So, und jetzt wollen wir mal alle was über Tischfußball erfahren. Das ist ja von vielen so ein bisschen runterdiskutiert worden, so als Kneipenfußballspiel oder irgendwo in den Schwimmbädern. In irgendeiner Ecke steht so ein Ding, meistens immer kaputt und funktioniert nicht ganz. Sind nur noch drei Männchen da und meistens kein Ball. Sie bringen jetzt das Seriöse hervor. Wie viele Mitglieder gibt es in Deutschland? Es gibt so circa 5000 aktive Spieler in Deutschland. Davon sind 2500 aus dem Saarland, aus Saarbrücken, viele Vereine. Das heißt, das Saarland ist absolut die Nummer eins im Tischfußball? Saarland ist die absolute Nummer eins im Tischfußball, ja. Wie viele Meisterschaften haben Sie selbst schon errungen? Also ich habe schon 6-mal deutsche Meisterschaften errungen. Ich habe schon 2-mal Vize-Weltmeisterschaften errungen und 1-mal Europameister. Und wie oft trainieren Sie? Also ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, aber zu meiner Jugendzeit mit 15, 16, als wir im Jugendzentrum angefangen haben, habe ich schon am Tag so täglich bis zu 8 Stunden gekickert. Und jetzt gibt es natürlich sicher auch Spielregeln für diese Kickerei da. Wir haben früher immer diese Dinger so gedreht. Das ist verboten. Was ist alles verboten? Was ist erlaubt? Also Kurbeln ist nur erlaubt für Mädchen unter 10 Jahren. Das ist halt auch, und an die Bande schlagen und den Ball halt auf den Reihen länger wie 15 Sekunden beziehungsweise auf manchen Meisterschaften länger wie 12 Sekunden zu halten, ist verboten. Man darf halt nicht im Gespräch sein während dem Spielverlauf. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das ist der wahre Tischfußball-Fachmann. Ich bedanke mich, wir haben was dazugelernt. Dankeschön. Alles Gute und das nächste Mal im Finale der Weltmeisterschaft haben Sie die Nase vorn. Okay. Ich habe ihn jetzt weggeschickt, damit Sie ihn sich nicht angucken können, wenn Sie die nächste Frage beantworten müssen. Denn vielleicht hätte er sich dabei verraten. Nach welchem Aufstellungssystem, Frage 10, sind die Spielfiguren beim Tischfußball angeordnet? 2-6-2, 3-4-3, 2-4-4 oder 2-5-3? Welches System hat man hier für alle Zeiten ausgewählt? Auch im Tischfußball stehen die Spieler auf dem Feld hinten, das ist klar. Ein Torwart haben wir auch, aber wie verteilen sich die 10 Spieler? B, C und D. Einer hat richtig getippt, nämlich Wolfgang Kranz, ist ja kein Wunder, aus dem Saarland. 2-5-3. Wolfgang, haben Sie auch schon Tischfußball gespielt? Früher, ja. Ich musste das jetzt wirklich im Geiste nochmal so nachgehen, in Gedanken, wie denn da wohl so die Anordnung sein könnte. 2-5-3, das war also die richtige Lösung. Jetzt gucken wir uns mal die Punkte an. Auf Platz 3 im Moment Marita Benz, auf Platz 2 Wolfgang Dette und Wolfgang Krenz liegt in Führung. Wir haben jetzt eingebaut für jeden ein Heimspiel. Bei diesem Heimspiel kann jeder 15 Punkte mit nach Hause tragen. Marita, ich fange mit Ihnen an. Die Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz beginnt mit den Worten: Im Bewusstsein der Verantwortung A vor den Menschen, B vor Gott, C für die Arbeiter und Bauern, D für die Freiheit. Im Bewusstsein der Verantwortung. Ich denke, es ist, beides ist möglich.
Verantwortung vor Gott, weil man vor Gott die Verantwortung hat, man hat natürlich auch für die Menschen die Verantwortung. Ich entscheide mich für B. Sie entscheiden sich für B. Ach, Sie haben sich gut entschieden, das macht der Kirchenchor. Das macht die Mitarbeit im Kirchenchor. Danke. Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott. So fängt die Verfassung an des Landes Rheinland-Pfalz. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und der zweite Kandidat, Wolfgang Dette, ist jetzt dran. Heimspiel für Sie. Welcher gebürtige Karlsruher erfand den Boxermotor? A. Gottlieb Daimler, B. Ferdinand Porsche, C. Karl Benz oder D. Wilhelm Maybach? Schwer. Also ich, was rechnet der Mathematiker jetzt aus? Ich würde mal Gottlieb Daimler und Karl Benz ausschließen, weil ich der Meinung bin, die haben noch mit Einzylindern gearbeitet. Und ich mir vorstelle, ein Boxermotor muss wenigstens ein Gegenüber haben. Dann liegt eigentlich Ferdinand Porsche nahe, weil ich mich erinnere, dass der Volkswagen früher einen Boxermotor hatte und Ferdinand Porsche der Konstrukteur war. Wilhelm Maybach könnte es aber auch gewesen sein. Ich würde deswegen, weil Ferdinand Porsche ist da meines Wissens Österreicher, also würde ich mal für D. Wilhelm Maybach tippen. Was soll ich einloggen? Also ich würde auf D. Wilhelm Maybach. D. Wilhelm Maybach. Ja. Ich tue es allerdings ungern. Aber ich habe es getan. Es ist leider falsch. Und wissen Sie, wer es wirklich ist? Dann war es vielleicht doch der, Karl den Benz. Sie zuerst ausgeschlossen oder Daimler. Haben. Karl Benz. 1896, er nannte ihn noch Kontramotor, weil sich die Zylinder gegenüberstanden. Aber also, Sie sehen auch noch ich sehe. Später lernt man was dazu. Ja, das ist, ich, 30 jeden Jahre Tag lerne ich hier was dazu. Das zeigen noch nicht. Das Heimspiel Nummer 3 geht ins Saarland. Wer wurde in Saarbrücken geboren und war Bundesaußenminister sowie Mitbegründer der CDU? A. Helmut Schmidt. B. Gerhard Schröder, C. Gustav Heinemann oder D. Johannes Rau? Helmut Schmidt ist ein Hamburger, Gerhard Schröder ist ein Hannoveraner, Johannes Rau ist in Wuppertal geboren, war dort auch lange OB. Es ist also C. Gustav Heinemann. Würden Sie das einloggen? Sie sind aber sehr schnell. Ausschlussprinzip, ja. Okay. Also ich wusste jetzt nicht, dass Gustav Heinemann in Saarbrücken geboren wurde, aber ich kann mit Sicherheit den Hamburger, den Hannoveraner und den Wuppertaler wohl auch ausschließen. Also sagen Sie mir jetzt, was ich eintippen soll. C wie Heinemann. C. Gustav Heinemann. Ja. Ich logge es ein. Wie tröste ich Sie jetzt? Es ist leider falsch. Es ist leider falsch. Und Gerhard Schröder ist richtig. Ja. Und hätten Sie es gewusst. Ja, das ist der Gerhard Schröder, der von 49 bis 80 im Bundestag war. Er war Bundesinnenminister, Bundesaußenminister, Verteidigungsminister. So ein schlanker, gut aussehender Mann. Viele haben damals gesagt, er hat eigentlich fast das Gesicht eines Hollywood-Schauspielers. So, aber macht ja nichts. Jetzt kommt ja noch die Auswärtsrunde. Genau. Da kann sich alles wieder umdrehen. Wir beginnen diesmal mit Wolfgang Dette. Mal sehen, ob das was für Sie ist. Die Hohe Acht ist mit 747 Metern die höchste Erhebung welches Mittelgebirges? A. Eifel, B. Pfälzerwald, C. Hunsrück oder D. Westerwald? Das ist aber gemein. Das ist nicht gemein. Gemein sind wir nie. Nein. Also ich würde mal den Pfälzerwald ausschließen. Da würde ich meinen, dass ich das kennen würde. Sollte ich nicht sagen, dann mache ich mich nachher unbeliebt. Nein, ich glaube nicht, dass es der Pfälzerwald ist. Also ich würde sagen, nach meinem Dafürhalten Hunsrück oder Westerwald. Der Hunsrück ist der so hoch. Ja, ich finde Hunsrück klingt gut. Hunsrück oder Westerwald? Hohe Acht. Hunsrück, Westerwald. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hohe Acht.
Kneipe. Dann machen Sie es doch wie in der Losbude. Sie sagen jetzt A, B, C oder D und vielleicht haben Sie ja keine Niete. Also ich bleib mal beim Hunsrück. Wir bleiben beim Hunsrück, wir locken C ein und das ist es nicht. Und früher hat man von der Hohen Acht sehr oft gesprochen, wenn man über den Nürburgring gesprochen hat. Da, als der Nürburgring noch diese Riesenschleife war und nicht nur diese kurze Rennstrecke, da sprach man immer von der Hohen Acht. Also ist es welches Gebirge? Eifel. Ah, die Eifel. Richtig, das wäre die richtige Antwort gewesen. Die zweite Auswärtsrunde geht jetzt an Wolfgang Kranz. Wie viel Wein befindet sich in einem traditionellen Pfälzer Schoppen? A. Ein Achtel Liter, B. Ein Viertel Liter, C. Ein halber Liter, D. Ein ganzer Liter. Und ich bitte die Zuschauer hier im Publikum, jetzt nichts mehr zu sagen. Ein Achtel Liter, ein Viertel Liter, ein halber Liter oder ein Liter. Der traditionelle Pfälzer Schoppen. Das ist doch so ein Viertel. Ein Viertel. Ein Viertel Liter. Trinken die einen halben Liter gleich, wenn sie einen Schoppen trinken? Also ich sage Ihnen mit Sicherheit nicht, wie viel ich trinke. Sie sind ja auch kein Pfälzer. Schoppen ist doch auch sowas aus dem Krug. Oder ist es sowas aus dem Glas? Also, ein Achtel Liter, ein Viertel Liter, ein halber Liter oder ein Liter? Das ist so ein typisches Pfälzer Glas. Unten so grün und geriffelt und da passt ein Achtel Liter rein. Oder ein Viertel Liter. 0,25 wäre ein Viertel Liter. Dann ist es ein Viertel Liter, ja. Ich habe hier eine ganze Menge stehen an Informationen. Die darf ich Ihnen aber erst geben, wenn Sie gesagt haben, was ich einloggen soll. B wie Viertel Liter. B wie Viertel Liter logge ich ein. Und jetzt kann ich Ihnen die Informationen geben, denn es ist falsch. Es gibt das Motto, das Schlimme ist, ich kann nicht pelzisch. Ja, ich höre es für mein Leben gerne, weil ich finde, man ist sofort gut gelaunt, wenn man diese Sprache hört. Aber es gibt ein Motto, das heißt, was annascht, wo eine Blume war's, das ist bei uns ein Schoppeglas. Landestypisch ist das Dubbeglas oder Dubbeschoppe, ein zylindrisches Glas mit Einkerbungen zur besseren Griffigkeit. Ein halber Liter C wäre richtig gewesen. Schön groß in die Pfalz. Jetzt entscheidet sich's. Marita Benz, ihr Auswärtsspiel. Im Juni 2006 eröffnete Bundespräsident Köhler das LIMO, das Literaturmuseum der Moderne, in A. Vaihingen an der Enz, B. Ellwangen an der Jagst, C. Biberach an der Riss und D. Marbach am Neckar. Es ging um die deutschsprachige Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts. Wo ist dieses Museum eröffnet worden? A. Vaihingen an der Enz, B. Ellwangen, C. Biberach, D. Marbach. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht weiß und von daher auf jeden Fall raten muss. Aber warum sagen Sie zu Ihrer Schande? Was ja, weil ich weiß, schon gerne lese. Das weiß lese. Keiner hier im Studio. Ach, ja. Das beruhigt mich. Schande über aber, uns alle. Ich hätte es auch nicht gewusst. Also ich würde jetzt sagen, es ist zwar also Feing an der Enz, okay, Ellwangen an der Jagst. Natürlich denke ich bei Marbach am Neckar an Schiller, an Friedrich Schiller. Natürlich hat er keine moderne Literatur geschrieben, sondern Literatur des 18. Jahrhunderts. Aber ich sage jetzt einfach, weil ich das mit Schiller in Verbindung bringe, loggen Sie bitte D ein. Ich logge D ein, Marbach am Neckar. Und meine Damen und Herren, die Frau, die sich so nett kümmert um die Betriebsangehörigen bei der Post, die hat nicht nur ein großes, gutes Herz und viel Geduld, sondern sie hat auch den richtigen Riecher. Das ist richtig. Marbach am Neckar. Für Baden-Württemberg ist Dritter geworden. Wolfgang der Zweite, Kranz aus dem Saarland ist Zweiter geworden. Und hier ist die Siegerin, Marita Benz. Kommen Sie zu mir. Darf ich Ihnen unseren Preis in die Hand drücken? Danke, danke. Alles Liebe.
schön und gut. Danke. Das ist noch lange nicht alles. Denn wenn Sie so viel arbeiten müssen, dann brauchen Sie ja zwischendurch auch mal einen Moment, wo Sie mal alles vergessen können. Vor allen Dingen auch den Chef. Dort können Sie es. Drei Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen erwarten Sie im 5-Sterne-Hotel Engel in Obertal im Schwarzwald. Entspannen Sie sich im Kleopatra-Bad und lassen Sie die Seele baumeln im luxuriösen Wellness-Paradies Wolke 7. Alle Infos zur Teilnahme an der Sendung und was Sie gewinnen können, gibt es auf unserer Homepage www.swr.de/die-besten-im-Südwesten. Sie werden viel Freude dort haben. Das ist übrigens das Hotel, wo sich Klinsmann versteckt hat. Ach ja, alles vielen Gute. Dank, freue ich mich sehr. Okay. Danke. Sehr. Danke. Danke schön fürs Mitspielen. Schöne Grüße ins Saarland und an Nicole. Tschüss. Und unser Tischfußballer, der bringt uns bei, wie es richtig funktioniert. Schönen Abend noch. Wiedersehen.